Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Minecraft Yashir Survival. Viel Spaß beim Zuschauen. Ich baue die bis, ja, noch zwei weiter, sage ich mal. Also so viel werde ich ja wohl auf jeden Fall noch hier machen müssen. Flache Häuschen kommen ja gar nicht hin. Das ist ja Marktplatz. Da kommen natürlich außenrum komplett einmal Häuser. Also ich baue das mal so bis hier erstmal. Und dann schauen wir mal, was hier noch so hinkommt. Und ganz zum Schluss kann ich dann fertig machen damit. Ich brauche mal eine Treppe eben. Den in der Mitte wegnehmen. Wie den da? Ach, soll ich da ansonsten hinbauen in der Mitte? Da müssen ja Türen rein. Oder soll ich drei Türen nebeneinander machen? Ja, es ist nicht immer so einfach. Und da kommt eine Tür rein und da kommt eine Tür rein. Dass man da halt entsprechend durchgehen kann. Ich kann natürlich auch. Oh. Ich könnte natürlich auch so ein richtiges Tor da reinsetzen und daneben irgendwo eine Tür machen. Das wäre auch eine Lösung. Überlege ich mir noch. Das Mauerprofil selbst, das muss ja sowieso so sein, wie es jetzt ist. Also passt das ja schon. So, einmal hoch, einmal rüber. Alter. Oh Gott, was habe ich getan? Nein, nichts Schlimmes. Habt euch jetzt erschrocken? Ich habe das ja schon mal gemacht. Ich habe, dann habe ich in der Mitte wie so ein Fallgitter reingebaut. Aus Metall. Ein Gitter. Und dann einfach auf einer Seite eine Tür daneben, wo man durchgehen kann. Die Weise kommen die Mobs nicht durch und es sieht nach einem Tor aus. Habe ich das ja bei meiner Kreativserie gemacht, gelöst. Den Vorteil da natürlich, ne, ist natürlich liegen, also Tasten und natürlich unendlich Material. Was? Aua, doof. So, für diese nette Bauunterbrechung ist jetzt einer für uns. Wo bist du? Hallo? Er sich nicht. Da bollert der mich einfach von der Mauer runter. Mist, das komme ich dann nicht mehr rauf.
Zu hoch für dich. Ich sammle erstmal wieder Mobs, ne, bevor ich sie wegmache. Dann kriegst du auch dein. Nee, ist aber nicht da. Das Lieblingsgeräusch. Jetzt muss ich da mal gucken, dass ich da mal einen vernünftigen Torbogen reinzimmer. Im Gitter versehe und dann. Mal schauen. Mal auf Schleichen gewechselt. Dann kriegt er mich hier oben vielleicht nicht runtergeschossen. Hoffe ich. So. Ich komme. Wo bist du? So Mopsi. Ach, da bist du. Nee. Das ist der Knurbolz. Was ist denn das Skelett? Ach, oh. Hallo. Happy. So. So viel dazu. Denn dann würde ich das machen. Dann würde ich hier einen Torbogen reinsetzen und einfach, also drei breit, entsprechend hoch und dann da ist er. Und dann eine Gitter rein. Und einfach links eine Tür rein. Ich will mal so einen kleinen Fußwegausläufer noch bauen, dann damit das passt. Wo wird das? Kämpfe gegen den Sieger. Ey, macht mir nicht alles kaputt hier. Auch so ein Igel hier alles. So, jetzt kämpfe ich gegen den Sieger. Die haben ausgelost, wer gegen mich kämpfen darf. Huhu. Ach, Mutter ist wieder da. Zum Gruße. Immer wieder geil. Ach, wie schön. Herrlich, herrlich, herrlich. ja. Passt ja wieder zu dem, was ich hier gerade mache, ne? Wieso läuft der Creeper oben auf meiner Mauer rum? Ne? Spinne! Spinne! So. Auch wenn ich natürlich gerne nur und ausschließlich Bäume, nein, Bäume sagen, Häuser und so bauen wollen würde, aber irgendwann muss man ja auch mal wieder was bauen, wo die Viecher nicht drüber kommen, ne? Ist ja nun mal so, gehört immer irgendwie dabei. Wie geht's dir denn, Drachmutter?
jetzt auch ein paar bis fünf Tage nicht da. Oder zumindest nicht bei mir. Natürlich auch ein bisschen an den Zeiten liegt bei mir, weil ich bin ja auch nicht so wahnsinnig regelmäßig da. Ne? Am liebsten gut. Ja, da geht's dir wie mir. Also, mir geht's aber auch tatsächlich. Oh, da. Spinne, Skelett. Uns auf einer ohne Fahrschein. Komm erstmal hier hoch. Keine Lust dahinterher zu rennen. Das war jetzt hinterhältig von mir, aber... Wo ist das? Hat mir keine andere Wahl gelassen. So. Wenn wir schon mal... Wo denn? So nix. Und hier rum? Bestimmt auf der anderen Mauerseite. Ich baue dieses Stück Mauerchen, baue ich hier halt fertig und der Rest wird erstmal umzäunt, bis ich da weiß, wie weit die Häuser dann da auch entsprechend reinragen. Da könnte ich zum Beispiel besser aus. Was? Oh. So, okay. Ja, also, was soll ich sagen? Ich stehe nicht so auf Floskeln. Wenn es mich nicht interessieren würde, würde ich einfach sagen, hallo und wünsche dir einen schönen Samstag. Ansonsten hätte ich nicht gefragt. Aber davon abgesehen, der Chat ist ja öffentlich und kann auch schon gut verstehen, wenn man dann da nicht vielleicht nicht gerade sagen möchte, was man hat, ob man was hat. Also, alles gut. Am liebsten gut ist okay. Ja, das mag so sein. Obwohl ich wiederum doch einige Leute kenne, die es tatsächlich genauso halten wie ich. Ja, das stimmt. Das stimmt. Jetzt mal ganz ehrlich, wenn es denn nur die Zipperlein sind, ja, dann geht es ja eigentlich meistens noch, ne? So wenn es denn irgendwelche größeren Sachen sind, dann ist es meistens, dann ist blöd. Aber die kommen ja leider auch dann irgendwann mal um die Ecke, sagen guten Tag und gehen hoffentlich auch wieder. Oh, das ist nicht schön zu hören. Das ist ja nicht schön zu hören. Kannst du mir gerne erzählen, was los ist, wenn du magst?
Erstmal hier so ein bisschen begradigen das Ganze, ne? Innerstädtisch darf das ruhig. Ist auch so noch. So blöd. So. Ja, hoch. Ja, der Illich Place ist dann auch mal weg, sehe ich gerade. Aber ich denke mal, der ist das so ein bisschen mehr auf WoWs getrimmt. Aber das war gestern. Habe ich gestern. Beziehungsweise bis heute Morgen ja eigentlich noch um 1 Uhr war ich ja noch, oder kurz vor 1 habe ich ja Feierabend gemacht erst. Damit. Das ist ja krass. Normalerweise kamen ja gerade Ärzte eigentlich hinter sowas, ne? Vor allem, wenn es dann, ja, wenn es der G-Apparat ist, ist ja die Frage. Es ist ja eigentlich, kann ja eigentlich gar nicht so viel sein, was der jetzt mit zu tun hat, ne? Obwohl ich da schon ein paar Sachen halt mitgekriegt habe. Und zwar war das ansteuerungsbedingt, nenne ich es jetzt einfach mal, ja, dass irgendwie die Signale vom Gehirn da irgendwie nicht so richtig durchgesteuert wurden. Also es ist tatsächlich auch medikamentös irgendwie beheben werden konnte, oder? Wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Und zwar lag das wohl in diesem Fall, muss ich jetzt sagen, am Nervensystem. Das ist behoben worden mit erhöhten Dosen von Vitamin D, ist das, glaube ich, ne? Die Nerven. Das ist Vitamin D. Ich glaube schon. Die neuronalen Bahnen ein bisschen unterstützt. Aber das kann natürlich, ist natürlich nur eine Möglichkeit, eine weitere. Ach je. Somatisch, das heißt irgendein unschönes auslösendes Ereignis ist da einspielt oder was? Nicht gut. Ah. Oje, oje. Oh, das ist ja gar nicht gut. Das tut mir leid. Das tut mir natürlich sehr leid. Und das ist mit Sicherheit nicht immer einfach. Vor allem, wenn du dann selbst auch nicht mehr so super kannst, ne? Ja, ab und zu, ne, auch mal andere vorlassen. Nicht immer ganz vorne anstellen an der Schlange. Kann gut sein, muss es aber nicht. Vielleicht gibt es ja auch mal was Leckeres vorne.
Dann sagst du nachher, oh, warum bin ich nicht da vom Stuhl? So. Ja, aber gibt es denn nicht auch irgendwelche Möglichkeiten, Hilfe zu kriegen bei uns Start, wenn es dann irgendwie nicht mehr geht? Ich meine, klar, es ist nicht alles einfach. Es gibt tausend verschiedene Stellen. Manche Sachen kosten auch Geld irgendwie, aber normalerweise auch da immer irgendwo eine Lücke, die man nutzen kann, ne? Aber ich muss auch dazu sagen, Möglichkeiten hin oder her, meistens versucht man es ja doch immer erstmal allein zu regeln. Das ist einfach so. Das steckt bei den meisten Menschen einfach drin. Bei mir auch. Ja, erst ganz zum Schluss, erst wenn gar nichts mehr geht, dann bekomme ich mal die Zähne auseinander. So ist er da. Danke fürs Zuschauen. Wenn euch das Stream gefallen hat, lasst mir doch ein Follow da und ein Like für die YouTube-Videos und ein Abo für den Kanal. Bis dann, macht's gut. Bye, bye.